Ready for the last try. Und los. Gut. Gut, hallo und herzlich willkommen zurück zu Ein Simulator gegen Gerhard. Gegen Gerhard, genau. Was? Nee, so heißt die Stadt Gerhard. Nee, ach, ja, willkommen zu Rome Total War 2 mit Jake und mir. Und wir warten gerade auf Jake. Der spielt als die Krieger der Sonne. Dann. Ich habe eine Garnisonsflotte. Die wird dich komplett zerreißen. Oh oh. Das ist gar kein Wolf bei dir oben drauf, das ist ein Pferd. Stimmt. Ich muss mal schauen, ob ich einen Kojoten habe oder so. Weil ja, Wolf ist aber nicht. Dann ist es aber ein Kojoto. Genau. Kojotenpack. Dann mache ich ja Horsepack. Das klingt ja. Das klingt ja gefährlich hier. Ja, richtig, Alter. Richtiges Pferdepack, Alter. Was? Voll die Pferdepack. Alter, was hast denn du da noch für einen Tempel drin? Junge. Siehst du die Map schon, oder was? Mhm. Oha, Cheating, Entschuldigung, hallo? Entschuldigung, ich akzeptiert. Kriege sind der Schrecken der Mütter. Ja, da hat er recht. Oder sie, oder er. Oder es. Hoarz, Römer. Oh ja, doch, das ist in der Tat ein ziemlich cooler... Oh, ich habe ja mehr Truppen, als ich erwartet habe. Was? Nee, der General geht Alter. Nicht mit der Alter. Was denn? Ich hab voll die fette Artillerie, Alter. Was, du hast Artillerie? Echt jetzt? Ja. Wir hätten es automatisch machen sollen. Echt, du hast Artillerie, das gefällt mir gar nicht. Ja, hier steht so ein dickes... Ja, so ein richtig schönes Katapult oben drauf. Die kannst du noch wegstellen, also weg von mir. Ja, könnte ich, aber nein. Das Ding, warte mal, ich habe 3 davon, warum sehe ich nur 2? Bist du das dritte? Nein, du bist irgendwas ganz anderes. Ein Doppelklick drauf, dann... Alter, hier hinten beim Leuchtturm ist halt auch noch ein Tor, gell? What the fuck? Eins von meinen Artilleriegeschossen steht ganz hinten Richtung Meer. Mhm. Ja, das. Why? Ja, das kannst du noch umswitchen. Ja, ich stelle es schön nach vorne, damit es schön auf deine Leitern ballert. Mhm. Dann stelle ich mal die Leitern irgendwo anders hin. Dann lass ich sie auf irgendwas anderes schießen. Gar nicht wahr. Das kannst du gar nicht. Doch, kann ich schon. Robert hat ja sogar gesagt, ich kann damit selber ziehen. Warte mal, wo bist du? Du bist da hinten. Was machst du da hinten? Komm da runter, Alter. Nein, was will ich bleib mit einem? Was will ich mit einem Scheiß mit? Was will ich mit euch da hinten auf der Mauer, Mann? Das Ding ist, ich kann sie auch nirgendwo anders hinstellen. Das ist ein bisschen bescheuert. Ich kann sie ja nicht mal runter... Warum kann ich sie nicht da runternehmen von der Mauer? Die Artillerie? Ja. Weil die stationär ist. Also das ist nur für wirklich die Verteidigung. Und dann stellt man sie ausgerechnet dahin. Der steht ja irgendwie noch halbwegs sinnvoll. Aber du... Kann ich dich irgendwo hinstellen, wo du mir... Ah ja, hier kann ich dich hinstellen, da bringst du mir vielleicht irgendwas. So, gefällt mir das hier? Ja, nein, vielleicht eventuell... Ah, da haben wir auch noch was. Ich weiß nämlich nicht, wo du dein ganzes Zeug hinstellst, aber... Dahin, wo nicht so viele... Wo du nicht so viel Artillerie hinstellen kannst. Weil da, wo ich hin direkt wollte... Direkt vor meinem Tor. Ja, genau. Nee, warte, an meinem Tor steht alles an Artillerie.
Ja, weil da, wo ich jetzt hin bin, ja, wobei, da kannst du ja auch noch, da kannst du auch zwei Artillerie hin tun. So. Und da. Meine zwei Schiffchen hätte ich gerne Kannst du. hier. So, und dann hätte ich gerne. Euch. Ja, vielleicht nicht ganz so extrem. Machen wir mal ihr zwei. Ihr zwei dahin. Ihr zwei dahin. Ihr zwei dahin. Und ihr gefällt mir da soweit ganz gut. Und dann machen wir eins, zwei dahin und eins, zwei dahin. Alter, was hast du denn für ein Voice Crack? Das ist ja schlimmer als ich in der Pubertät. Was? Oder im absoluten Stimmbruch, Mann. Der Junge Stahlgräher! Ich Okay. denke mir so, jo, okay, ist Nächstes Mal gut, warn alles mich, klar. dann mache ich dich leiser. Ja, aber die Synchro, ja, ist gewöhnungsbedürftig. So, Ready? ich bin soweit, hau rein. Na dann. Let's go. Alter. Ja, Alter, wie viel Damage du machst. Ist halt ein bisschen abartig. Bisschen weg hier. Schön weiterschieben, Jungs, ne? Und wo gehst du hin? Ach, dahin. Wie viel Artillerie hast du denn? 1, 2, 3, 4, 5. Alter. Das ist schon ein bisschen heftig hier. Fuck, ich hätte bei den Ballisten noch brennendes Geschoss einstellen müssen. Ja, das hättest du machen können, das stimmt. Geht doch rauf da jetzt, Alter. Nein, 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 wie ihr geht durchs Tor, ihr Pfosten. Alter, ich hatte gerade ein bisschen Panik hier.
Ja, krass, von den 120 Leuten sind 42 an die Mauer gekommen. Ja, du siehst, ich habe ganz schön Stress gemacht hier bei dir. Ja, das stimmt. Habt ihr keinen Nahkampfmodus? Doch, Nahkampf! Nahkampf! Was geht mit dem? Ja, Pikiniere auf dem Ding ist jetzt nicht ganz so geil. Auf der Mauer. Alter, da ist ja auch noch ein Tor. Alter. Warum ist das Tor? Warum genau ist das Tor offen? Ja, weil meine Leute geflohen sind, glaube ich. Also ich komme da nicht rein, aber das macht der PC manchmal. Ach so, Grafikbug also. Ihr schießt jetzt bitte alle. Schön die Brenn- oder warte, mach am besten explodierende. Finde ich noch besser, explodierende Geschosse. Rein Jetzt da. lass doch mal. Nee, sorry. Giftgeschoss finde ich auch gut. Hä? Ist mir egal, ob das meine Leute trifft oder deine. Hauptsache, es trifft deine auch. Junge. Nächstes Mal machen wir das gefälligst wieder automatisch. Ja, ran an den Speck da. Haut raus. Ja, und Schuss. Hä? Das gefällt mir gar nicht. Lol. Mein Skorpion hat dich einfach gerade auseinandergenommen, deine Einheit. Ja, die nehmen gerade ziemlich gut auseinander hier. Die Leute gehen auch nicht runter. Hatte doch, die können ja hier runtergehen. Schießt ihr auch hier? Ah ja. Randa! Boah, da brennt's ja! Schön! So habe ich das gern. Schießt du auch oder tust du nur so? Ja, die tun das so. Ja, tatsächlich glaube ich. Nee, eigentlich? Lol, wie viel Reichweite hat denn aber dann das Katapult? Nie im Leben hat das so viel Reichweite. Alter. Oder doch? Lauft mal hier. Hat es? Hat es ja einfach wirklich? Was ist das denn? OP ist das. Ich schwöre dir, ich baue nur noch Katapulte. So eine ganze Armee nur Katapulte. Ja, das ist so die Robert-Taktik. Ja, genau. Wie weit kommst du? Kommst du bis zu denen? Ja, kommst du ran da. Alles auseinandernehmen, was ich noch auseinandernehmen kann, irgendwie hier. Aber krass, wie heftig du die Katapulte drehen kannst. Ja, drehen kann ich sie weit.
Nahkampfmodus, ihr Lümmel! Lümmel. So, und jetzt rüber da hier. Im Laufschritt, ihr Lappen. Kämpft. Ich bin so ein toller Anführer, so motivierend. Ja, auf jeden Fall. Okay, schieß, auf geht's, ich will was sehen. Ja! Es hat geschossen. Hat es bei dir irgendwas bewirkt? Ist bei dir irgendwas passiert? Er hat auf jeden Fall gerade geschossen, als ich geschaut habe. Ah ja, bei dir, ich sehe was. Ich sehe, ja doch, eine von deinen Einheiten ist gerade vergiftet worden, mein Freund. Ja. So, da geht's dahin. Kann ich mit denen auch dahinter schießen? Ah ja, auf die komme ich schon. Bis zu denen geht schon. Ja. Eieiei. Oder? Nee, ich glaube, so weit können sie doch nicht drehen. Schade an sich. Wenn du alle meine Truppen platt machst, dann bringt mir aber die ganze Verteidigungsanlage und so nichts mehr, oder? Weil ab dem Moment, wo du alle meine Truppen vernichtest, hast du ja automatisch gewonnen. Normalerweise ja. Aber du hast ja noch was. Ja, ich habe noch Truppen. Genau. Ein paar. Und ich habe halt noch die ganzen Türme und so. Genau, und die werden mir sehr wehtun. Ja, aber nur so lange, wie ich auch Einheiten habe. Ja. Ja, aber ich bin gerade begeistert. Die kämpfen nämlich eigentlich auch ziemlich lang hier. Ja, die... Ja, das stimmt. Bei dir gerade, die Truppen kommen so rauf und direkt danach kommt so ein Schuss von dem Verteidigungsturm und dann stirbt einer. Witzig. So, der erste Turm gehört mir. Also, da schaffe ich auf jeden Fall nicht das, was der PC vorher gesagt hat. Das mit irgendwie 95%. Nee, das habe ich gut verhindern können. Alter, was? Willst du mich verarschen? Du kannst die das Katapult nach innen drehen? Ja. Alter, das konnte ich bei mir nicht. Was glaubst du, warum ich deine Truppen vergifte? Ah, das sind die? Okay. Nein, es ist eigentlich das Skorpion-Ding ganz auf der anderen Seite der Stadt. Ich dachte, das wäre offensichtlich, deswegen, ja, du weißt. Nee, das... Also, ich hatte, wie gesagt, nicht auf dem Schirm, dass du das auch drehen kannst. Deswegen. So, soll ich dir sagen, was toll ist? Ja, sag mir mal. Du hast mich an was erinnert. Soll ich dir sagen, was daran noch viel toller ist? Tollerer? Ja. Das bedeutet, ich habe nicht ganz verloren bis jetzt. Ja, du hast noch ein paar Einheiten, ne? Du musst dich immer noch bis zum Schiff durchballern. Bis zu dem Punkt, wo halt die... Bis was? Du musst immer noch bis zu den ganzen Einnahmepunkten kommen. Okay, hört auf zu plänkeln, sondern schießt ihn ab.
Schieß! Erstmal schön mit Brandpfeilen, volle Kanne rein da. Uiuiuiui. Alter, und da oben die Generalseinheit fightet immer noch. Ah, das, ja. Nicht mehr lang jetzt, aber sie fightet noch. Ja gut, gegen deine Schockkampf habe ich natürlich keine Chance, ne, mit meinen zwei Bogenschützen da. Ja, klar, aber... So. Yes. Teurer feindlicher Sieg. Mhm. Alter. So, jetzt. Aufgestellt 3-5, verloren 2-4. Tja, ich würde sagen, warte. Hey, meine Ballisten und so sind gar nicht aufgezeichnet, aber man sieht, dass die müssen eigentlich den Meister gemacht haben, weil nicht mal meine Generalseinheit hat 3. Alter, meine Bogenschützen waren ja sowas von useless. Die sehe ich gar nicht. Oder meine Fernkämpfer, ja, weißt du? 2-3-0, ne? Ja, genau. Ja. Und dann gab es noch ein paar aus der Garnison, vielleicht haben die noch was gemacht. Aber ja, also deine Bogenschützen haben nicht viel gemacht, also das meiste haben wirklich die Katapulte. Das meiste waren echt die Ballisten und so. Alter, 2400, Junge, was machst du mit mir? Das ist halt... Vor allem, schau mal, meine waren alle Silber 3. Ja, oh Mann. Das sind ja... LOL. Ah, oh, das hat mir richtig wehgetan. Ganz ehrlich, zum Glück ist der mit seiner Hauptarmee rausgegangen. Also ja. Sonst hätte ich Vollhaus verloren. Sonst hätte ich dich hier platt gemacht. Mhm. Warte, ich habe bei Wolfpack habe ich 1, 2, 3, 4, 5 Einheiten verloren. Und 212. habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Auch... Also man muss an der Stelle jetzt auch mal sagen, du, also anscheinend sind bei dir die meisten geflohen. Mm. Weil hier steht, ich hätte nur 312 Mann getötet. Nee, der hat das von den Türmen und so zählt da nicht mit. Ach so, stimmt. Ja, stimmt, die Türme gab's ja auch noch. Vor allem bei der Stadt, Alter, wie viele Türme hattest du? Also. 1 Million. Mindestens, wenn nicht sogar mehr. Vor allem die äußerste Mauer, die ging ja noch. Also da. Ja, aber innen. Wenn du auf der Mauer drauf standest. Genau, innerer. Genau, dann haben dich ja schon Türme angegriffen, so nach dem Motto, so, du Arschloch, wärst du mal besser draußen geblieben. Alter. Ja, also ich hab das jetzt geplündert, hab's 6000 bekommen. Okay, aber das war schon die Metropole, also die viertgrößte, ja. Also. Das sollte man hoffen, wenn die so befestigt ist, Alter. Ja, wirklich. Jojojojojojo, das war... Das war heftig. Warte, mach ich mal öffentliche Ordnung. Das Problem ist, jetzt steht ja die Full-Stack-Armee vor meiner Tür. Oioioioi. Okay, 212. hat wenigstens eine Tradition bekommen. Das ist natürlich immer geil. Gefährten 6% Nahkampfangriff und 6% Abwehr. Beides Nahkampfangriff für Infanterie und dann noch für Kavallerie. Unterhalt weniger ist natürlich auch immer geil. Verstärkungsrate. Aber Gefährten sind 6, ey. Gut, dann mache ich die. Was bekommst du noch? Genau, Erfahrungsrang. Lehrer. Okay, dann wird es mal ein Lehrer, oder? Ja. Weil dann tut es nicht so weh, wenn ich neue
Einheitenrekrutier, weil die schon mit einem hohen Rang kommen. Das wird ja bei Alter. mir später so heftig. Die fangen ja dann schon mit, keine Ahnung, Gold oder was es ist an. Das wird so geil. Warte, ich handle mit Rom? Nee. Fraktion Seleukiden Rom. Du handelst mit Rom. Ach so, ja, das kann auch sein. So, der teure Sieg hat 25 Minuten gedauert. 25 was? Minuten. Ach so, ja, das ist richtig. Ja, wir sind schon wieder fertig. Tja, Gut. darf ich noch kurz, weil ich brauche Ja. sowieso nur 5 Minuten und dann haben wir die 30 Minuten voll. Warte, dann schaue ich kurz, was ich noch machen kann. Weil ich will zumindest meine Armee wieder da reinschicken, nicht, dass ich das vergesse. Und ich will noch schauen, ob ich noch irgendwie ein bisschen was bauen kann. Weil ich habe zwei Gebäude, wo ich entweder ausbauen oder neu bauen kann oder so. Jep, warte kurz. Ich mach kurz die Agenten dann noch. Ja, du bleibst da, Wolfpack ist da. Die Hänsel und Gretel sind noch immer da. Hänsel und Gretel? Ja, halt die Hansel Hansel von von drüben. Küben, ja. Kannst ja mir auch Hänsel und Gretel nennen, ist genauso bescheuert. Und Oder die. die nächste Armee heißt dann Hänsel und Gretel. Oder so. Und dann die nächste heißt Brutkrumen und die sind immer zusammen. Und dann die Hexen und dann die Hexenjäger. Oh Gott. Oh je. So. Puh. Oh lol, das ist doch erfreulich. Ich habe jetzt, ohne dass eine Armee in der Stadt selber drin steht, plus 5. Und wenn die Armee drin steht, habe ich plus 12. Ja. Das ist doch erfreulich. Erfreuselig. Erfreuselich. So, ich muss einmal in Athen. Hätte ich gerne einmal dieses Ding hier. Und ich hoffe, ich kann jetzt noch irgendwas bauen. Ja, sehr gut, weil dann brauche ich noch einen Tempel. Dann stehen in Athen allein stehen dann zwei Tempel. Okay. Ein Ja. bisschen untypisch, aber ja. Naja, die pushen öffentliche Ordnung. Ja, klar. Naja, genau, gut. Dann habe ich jetzt Baustellen in Athen. Und ich würde sagen, das war's dann aber erstmal mit dem Let's Play wieder für heute, oder? Ja, genau. Dann fangen wir einfach nächstes Mal bei dir an und du machst dann einfach bei dir weiter so. Ja, mit Runde beenden Genau, klicken. ja, genau. Ja. Ja, okay, Ja, klar. gut. Also, Alles klar. ja, Willst machst du du? Beende machen oder soll Ja, ich? mach du. Willst du? Okay. So, meine lieben Honigmäulchen, das war ein Mann, hättest du mit dem Lachen nicht warten können? Das hat voll den Moment versaut. Das ist so, ja, Sparta, so, ja, meine süßen So. Honigmeinchen. Okay, du willst eine spartanische Abmord, aber ich Nein, habe leider diesen nee, Befehlshaberton nicht so drauf. Das, da Ach, das müsste ich meinen alten Lehrer holen. mit Honigmeinchen war schon perfekt. So, Soldaten! Wir sehen uns beim nächsten Mal! Um 6 Uhr in der Früh. Nee, bitte nicht. Ah, cool, das heißt Auf wir. diesem Kanal und wer nicht erscheint, wird ausgepeitscht. Ende der Durchsage. Wegtreten! Okay. Smash den Abo-Button, das ist ein Befehl. Und den Like-Button. Okay. Sparta für immer. Okay. So, ja, das mache ich als Schlusswort.